liebe Gäste, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, ich freue mich herzlich, dass ich Sie heute wieder bei einer Ausstellung in der Gartensiedlung begrüßen darf. Der Viktor Trittner, unser Galerieleiter, war wieder so lieb und hat die Frau Bauschenwein diesmal gewonnen, bei uns auszustellen. Es sind, glaube ich, dazu gewonnen, dass sie bei mir ausstellen, also bei uns ausstellen. Es sind wunderschöne Bilder, wenn man schaut, das ist ganz, ganz toll. Und ich durfte mir schon eines aussuchen für die Pflegestation und haben wir, glaube ich, Waldviertel, Mondfeld schon Wein, so aus. Das ist so ähnlich wie das da hinten, das habe ich mir ausgesucht. Und es ist schon ein kleiner Hinweis, ich war bei einer Lesung, ich war bei einer Ausstellung, ich war bei einer Modenschau vor kurzem erst. Frau Pauschenwein ist eine sehr vielfältige Persönlichkeit, sage ich jetzt einmal so. In den letzten 10 Jahren ihrer Berufstätigkeit waren Sie Maltherapeutin. Ja, und zwar wurde damals die Klinik Bürgerwart eröffnet und ich habe mir gedacht, das wäre noch mal eine Möglichkeit, in einem anderen Berufsfeld tätig zu werden. Und das war fast interessanter, aber sicher interessanter als die Unterrichtstätigkeit in Schülern. Sie haben da auch sehr was Interessantes gesagt. In diesem Lebensabschnitt bestätigt sich, dass Kreativität für die meisten Menschen auch in schwierigen Lebenssituationen zu einer positiven Lebensgestaltung beitragen kann. Das hat sich wirklich bestätigt. Und ich glaube, jeder, der heute ein gewisses Maß an Lebenserfahrung hat, und wenn ich mich so umschaue, wir haben schon ein bisschen Lebenserfahrung mitzubringen, weiß, dass sowohl je nachdem nach Präferenzen Musik, Malerei, Fotografie, alle Arten von künstlerischer Tätigkeit dazu führt, dass man sich persönlich schon wohler fühlt. Wir hier im Bezirk versuchen, gerade im Rahmen unserer Möglichkeiten, und unsere Möglichkeiten sind finanziell nicht allzu rosig aus dem Bezirksbudget, doch einiges an Aktivitäten zu fördern und zu unterstützen. Noch frei nach dem Motto, wer Kultur hat, fördert sie auch, und wer will nicht Kultur haben. Wir haben Gott sei Dank auch unseren Viktor, ich erwähne es jedes Mal, und wir haben Gott sei Dank diese Galerie hier, die höchste von Floridsdorf oder von Wien, jetzt weiß ich nicht. Er sagt immer von Wien, aber so weiß ich nicht. Die höchste von Floridsdorf, weil von Wien wäre es wahrscheinlich der Ringturm. Der hat oben auch eine Galerie. Die Idee war ausgezeichnet, glaube ich, und wir finden uns ja hier regelmäßig ein, um unterschiedliche Künstler zu präsentieren. Meistens sind sie auch aus dem Bezirk und meistens sind sie auch Geheimtipps. Ja. Wir haben schon einiges entdeckt, was wir nicht für möglich gehalten haben im Bezirk. Ja. Und ich hoffe, du wirst so weitermachen. Hoffentlich. Und weiterhin uns immer wieder der Kultur und der Kunst näher bringen. Bevor ich zu meinem Lyrikband komme, möchte ich ganz kurz zu den Bildern etwas sagen. Der Herr Trittner hat mich eingeladen, auch Abstraktes mitzubringen, und ich habe das räumlich getrennt. Ich habe draußen die abstrakten Bilder, und sollte jemand meinen, dass hinter uns auch abstrakte Bilder hängen, ist dem nicht so, denn diese Bilder entstanden aus einer Idee, als ich von Ägypten im Dezember nach Hause geflogen bin und auf die Landschaft hinuntergesehen habe, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich doch mal Bilder aus der Vogelperspektive. Küstenlandschaften, Wüstenlandschaften. Ich nenne es Terra Incognita, weil ich nicht weiß, wo wir uns da eben befunden haben. Den Machfeldkanal habe ich erst vor 2 Jahren entdeckt, daher ein großer Zyklus Machfeldkanalbilder. Meine frühere Heimat, Weinviertel, habe ich 20 Jahre gelebt. Und mir ist ganz wichtig, auch immer das Meer aufzusuchen, das Wellenspiel zu beobachten. Und draußen die abstrakten Bilder sind ein Ausdruck meiner Seele. Die Titel sagen sehr viel auch über meine Bilder aus. Wenn Sie sich dann in Ruhe diese Titel auch ansehen, dann können Sie vielleicht nachempfinden, was ich empfunden habe beim Malen dieser Bilder. Ich male nicht nur Stimmungen einer Landschaft. Meistens kommt, während ich spazieren gehe, auch so eine Idee, wie man ein Gedicht schreiben könnte oder einfach einen Text schreiben könnte. Und ich möchte zuerst, nachdem wir in Floridsdorf sind, jenen Text vorlesen, den ich erst vor 3 Wochen niedergeschrieben habe. Geschaffen von Menschenhand, harmonisch in die Landschaft gefügt, eine Oase der Stille, von der Donau bis hin ins Machland hinein. Unverkennbar markant setzen blitzblaue Brücken
Kontrapunkte ins Grün. Ich lehne am Geländer, blicke hinüber zum Leopoldsberg, unter mir staut sich ein kleiner See. Richtung Stammersdorf spazierend erfreue ich mich am Farbenspiel des Herbstes. Biberspuren säumen meinen Weg. Über einen umgestürzten, entrindeten Baum steige ich wenige Schritte zu einer Sandbank hinab. Höre das Abendlied einer Amsel und da, direkt vor mir, zieht ein mächtiger Biber gemächlich seine Spur. Machfeldkanal. Welch wunderbares Naturschutzgebiet am Stadtrand von Wien hier in Floridsdorf. Wissen wohl alle Floridsdorfer dieses Paradies zu schätzen? Sehr gut. Dann zu Ende meine Vernissage habe ich noch einen Punkt, der nicht besprochen wurde. Ich habe vor 3 Wochen eine Modenschau gemacht, nachdem ich an der Modeschule Herbststraße unterrichtet habe, male ich mir meine Kleidungsstücke und ich habe jetzt mich entschlossen, das Gewerbe anzumelden. Ich bin die älteste Jungunternehmerin Österreichs. Und ich mache auch gerne einen Auftrag handbemalte Kleidungsstücke. Und ich habe 2 Damen heute mitgebracht, die Ihnen zeigen, was ich sonst noch mache. Meine Freundin Conny hat einen Hosenanzug mit einer Seidenbluse an und Alexandra hat einen Seidenanzug, den ich gerade mitgebracht habe. So schauen die Seidenstücke aus, als Kräfte schieben, die ich noch mache. Damit bin ich am Ende meiner Vorführungen. Ich habe jetzt die Ehre, Ihre Ausstellung zu eröffnen, Farbenspiele der Seele. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, welches Bild ich mir heute aussuche für meinen Seelenzustand. Ja. Nein, blau nicht, ich muss das schauen. Ich möchte die Ausstellung eröffnen, die Frau Direktor hat jetzt den angenehmen Teil übernommen. Ich darf eröffnen unser Buffet. Ich bedanke mich einmal herzlich, dass unsere Frau Bezirksvorsteher Stellvertreterin immer Zeit findet, bei uns diese schönen Ausstellungen zu eröffnen. Wir haben es heuer leider nur 2-mal gehabt. Und Frau Bauschenwendt, danke vielmals, dass Sie bei uns wirklich hier ausstellen. Es ist nicht nur heute, dass die Leute zur Vernissage kommen, sie kommen auch dann unter der Woche und dann können unsere Leute von der Pflegestation diese Bilder überhaupt genießen. Heute ist es immer ein bisschen schwierig, aber dann ist es so schön und für mich ist dann immer schön, wenn ich vorbeikomme und sehe, wie die Leute strahlen, wie sie noch ein Kunstempfinden haben. Sie können nicht mehr so in die Museen rausgehen und darum sage ich immer an den Victor ein Dankeschön, Victor, dass du mir solche tollen Künstler bringst. Danke. Und wie gesagt, ich eröffne jetzt das Buffet und danke für Ihr Kommen.